So, da ist die Location, okay. Mütze ist am Start. Da hinten ist Schrankenwärter Laumann, der uns mit Sicherheit ganz sicher im Blick hat. Mann, verdammt, aber er hat gerade die Schranken runtergelassen. Das heißt, wir können gleich erstmal die Gunst der Stunde nutzen, um leise da hinten aufs Gelände zu entschwinden. Ah, was haben wir denn hier? Aha. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und unglaublich frischen Episode von Pleiten, Pech und Pan-Urbex-Fehlschläge. Ja, ich habe eine... Ich hab eine Mütze auf, also so ein Hütchen. Ja, es ist winterlich und es ist weihnachtlich und das muss natürlich auch in die Videos Einzug halten. Ja. Daddy, das Mütze ist natürlich auch mit dabei und ich wünsche euch mit dem jetzt folgenden Video von diesem Etablissement sehr viel Spaß. Ich musste eben gerade schon beim Durchgehen zu diesem Plätzchen, wo wir dieses Intro jetzt drehen, schon etwas schmunzeln. Also, viel Spaß. So, und das Erste, was ich euch zeigen muss, ist diese wunderfeine Tür, die wir vorhin schon mal vom Parkplatz aus gesehen haben. Ist offen mit einem Pfeil und darunter nee. Und ja, tatsächlich, nee ist richtig. Wir sind dann, wie ihr gesehen habt, woanders in dieses Gebäude rein. Ein ganzes Jahr stand die wohl offen, jetzt wohl nicht mehr. Warum auch immer, weiß man nicht. Und ja, offen ist, beziehungsweise Eingang ist das Stichwort. Hier der erste Raum mit einem Tresen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich mal geschwind durch den Raum bewege, so ein seltsamer Käfig. Hm. Ja, und welche Art von Location das hier ist, habt ihr euch vielleicht schon kurz überlegen können, ne, mit so einem Tresen und so. Eine verlassene Diskothek oder Zappelbude, Tanzlokal, wie man auch immer nennen möchte. Wir haben auf jeden Fall zunächst einmal jede Menge Aktenordner am Start. Und haben wir hinterm Tresen noch irgendwas Spannendes? Moment, einmal Licht gemacht. Nein, richtig schön ranzig und leer. Auf dem Tresen haben wir neben so ein paar Zigarettenstummeln auch noch den kompletten und ausführlichen Businessplan dieses Unternehmens. Mittwoch, Lifestyle-Party, Afterwork ab 20 Uhr. Das war's. Okay. Naja, dann ist auch klar, weswegen daraus nichts werden konnte. Ja, Spaß natürlich, aber ja, was kann man sonst sagen? Nicht viel, weil es ist auch nicht viel da. Auch nicht, wenn ich Licht mache, kann ich euch hier links und rechts kurz rumschwenken. Außer ein paar Graffitis von irgendwelchen Unsinnsleuten nicht zu sehen. So, und das, was mich wirklich nachdenklich gemacht hat bei dem Ganzen hier, Toiletten bitte Trinkgläser benutzen. Ja, da sollte wohl mal ohne stehen. Ich frage mich zum einen, wer ist so kreativ und macht das da draus? Und zum zweiten, warum ist es notwendig, so etwas dazu zu schreiben? Hat sich bestimmt irgendwann so aus der Situation raus ergeben, oder was? Egal, wie auch immer, wir machen jetzt die Tür auf zum ersten Bereich, aber vorher Taschenlampe aus. Denn ich habe mir sagen lassen, dass das natürlich die Seite ist, die rüber geht. Voilà, ich hänge gerade mit meinem Tannenbaum Hut irgendwo fest, dass das die Seite ist, die rüber geht zum Schrankenwärter und tatsächlich, Vorsichtsmaßnahme, besser nicht direkt mit Licht leuchten. Ja, anscheinend haben wir hier den Restaurantbereich oder irgendwas in der Richtung vor uns. Lederne, wunderbar hochwertige Möbel und Sitzgelegenheiten, Sitzecken, Eiche rustikal an den Seiten, flankiert von irgendwelchen Spinnenweben des Todes, einer Mokka-Bar und Bänken, die aussehen, als hätte man sie aus einer Kirche entwendet. Kann man das hier sehen? Ich weiß es nicht. Es ist halt ziemlich dunkel. Mütze? Ja. Was? Schrankenwärter guckt mich noch, wenn ich auf dem DJ-Pult stehe. Aber ich kann euch eins sagen, Leute. Das war hier der Gothic-Bereich damals. Das war nämlich der für die schwarze Musik und Rockmusik der Bereich. Ah ja. Scheiß auf den Schrankenwärter. Entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise. Wir wollen einmal das DJ-Display, das Disc-Jockey, also auf jeden Fall das Musikpult-Bereich Dingenskirchen anschauen. Wunderbar. Nicht mehr viel von da. Eine kaputte Scheibe. Toll. Und auf der anderen Seite, neben einem politischen Statement, was ein bisschen kontrovers diskutiert werden könnte. Oh Gott, ich trete hier auf irgendwelche Sachen drauf. Das, weiß ich nicht, der Barbereich. Einmal kurz Licht angemacht. Barbereich, ne?
Das muss reichen, denn hier, da, Schrankenwärter Laumann, er hat gerade die Schranke hochgemacht, gewissenshaft Dingenskirchen. Den wollen wir besser nicht stören in seiner überaus kompetenten Arbeit. Oh, ich will gar nicht weiter ein. Was ist los? Mütze, ich folge dir ganz unauffällig. Ja, hier ist Wassereinbruch. Oh, schauen Sie sich das an. Oh, Wassereinbruch. Leute, schaut euch das an. Die Ranzigkeit macht sich breit. Ich habe es vorhin schon irgendwie gerochen. Das ist, sieht gut aus. Jetzt soll der Balken nicht sogar schon weg. Alter. Okay. Und übrigens, wenn ihr dieses schabende Geräusch hört, dann liegt das daran, dass der Stern oben hier irgendwo schleift und sowas. Macht bloß das Licht aus, die Zuschauer müssen mich doch sehen können. Also bautechnisch würde ich sagen, eine glatte 6. Bautechnisch ist das wunderfein. Ja, ich würde sagen, weil er drüber langläuft, dann bin ich nur gleich auf dem Fußboden. Und der Fall ist, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr da. Von der Ranzigkeit geht es weiter in einen rustikal gehaltenen Bereich dieses Gebäudes. Also wir haben hier irgendwelche Fachwerkeinlässe, wenn man das Einlässe. Also auf jeden Fall ist hier irgendwas mit Holz. Und neben dieser warmherzigen, erdtonhaften, nennt sich das so, Wandfarbe, Heizkörper, die 90 Grad quer in den Raum reingerichtet sind und hoher Graffiti-Kunst, geht es dann hier wohl in den Art Gastrobereich rüber, also Küchenbereich. Kann ich mir vorstellen, denn hier ist irgendwie so eine Durchreiche. Okay, da ist ein Geschlechtsteil. Ich hoffe, das Video wird jetzt wegen dieser Ausführung nicht gleich demonetarisiert. Ja. Das ist lustig. Die Kunde scheint es mal gefangen zu haben. Man hat sie die Abkürzung als Decke hier drin gelassen. Okay. Einfach neu vertiefen. Das ist ein Anschwung. Ja, das sieht ziemlich abgebrannt aus. Irgendjemand hat hier versucht, was draus zu machen und er ist irgendwie gescheitert. Warum sind hier so viele Nägel noch oben drin? Was ist hier runtergefallen? Und wo ist es hin? Also okay, hier werden wahrscheinlich irgendwie mal solche Platten drin gewesen sein, aber Riegelplatten, das ist genau das richtige Stichwort. Also ein klassischer Fall von Weinbetrieb. Ist lost gegangen, ist wieder entlostet worden und ist dann jetzt anscheinend wieder lost gegangen. Entlostet, ist das ein neuer Begriff? Das ist ja cool. Ist das der neue Begriff zur Nachnutzung? Ja. Entlostet. Entlostet ist cool, Heiko. Ich bin schon wieder hochkreativ. Oh Leute, schaut mal hier. Diese Wand wurde auch entlostet. Also nein, sie wurde noch nicht entlostet, sie ist immer noch lost, denn irgendwie die Rohre, die hier mal drin waren, sind wahrscheinlich. Wie waren die längste Zeit hier drin? Vertikale Ratten und Kupferratten. Kupferratten? Ja, kannst du nicht. Doch, natürlich. Oh, Leute, ich kann euch sagen, ich bin schon total verwirrt. Das ist hier ein halbes Labyrinth. Von da sind wir gekommen. Das dachte ich eigentlich nicht. Ich bin irgendwie abgelenkt. Was ist denn das für Fliesen? Verdammt noch eins. Ich würde sagen, das sind Kackhausfliesen. Das hat irgendwas Ägyptisches wieder. Ja. Womit wir wieder bei der Erzeugungsfähigkeit der Ägypter wären. Hatten wir doch irgendwann mal. So, und du hast mir gesagt, da drüben, da ist ein Belegungsplan. Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Freitag. Hä? Donnerstag, Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag. Was ist mit Montag und Dienstag? Gibt es nicht. Ruhetag. Ach, zwei Ruhetage. Ach, wer macht denn sowas? Sag mal hier, Lido, Zapfer, Tresen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich eine altmodische Kreidetafel, oder was? Ja, da wurde ja draufgeschrieben, wer wann wo was gemacht hat. Ist nicht wahr. Ja, dann war die Treppe neben dieser Tafel hoch und was haben wir hier? Was ist das hier? Das scheint so eine Art Wohnbereich zu sein. Aber ich bin gerade etwas abgelenkt. Nicht wegen dem Glas hier, sondern seht ihr das, dass dieser Boden so gewellt ist? Und wenn ihr euch recht entsinnt, da unten, der Feuchtigkeitsschaden, da möchte man sich am liebsten gleich dreifach rückversichern. Mütze, ja. Schick die Gebirgsrettung, wenn ich irgendwie... Nein. Ich muss aufpassen, ich mache eine lange Leine umgekommen. Also ich bin mir mit dem, was ich tue oder besser nicht tun sollte, nicht ganz sicher. Auch wenn ich einen Weihnachtsbaum aufhabe und mich gewissermaßen die Kraft der Nadeln schützen sollte. Ich glaube, das Risiko geht nicht ein. Mütze, wo bist du hin? Hier. Du bist aber wirklich verdammt mutig. Ja. Okay, was gibt es hier? Balkontür. Wunderschöne Aussicht, kann man dazu sagen. Und ich habe gesehen, einen Dachboden haben wir.
der irgendwie mal geschlossen war und jetzt, weiß nicht, wer bricht hier Mauersteine raus? Ein Blick mal hier rein. Hui, hier kommt es aber kalt raus. Gerümpel, Pappe, Balken, Ranzigkeit und Gerümpel. Mütze, du gehst nach oben weiter. Wohnung? Na, dann wollen der Weihnachtsbaum und ich uns das doch auch noch mal schnell anschauen. Sehr schön hier. Ist immer schön, wenn einer vorgeht und checkt, ob es wirklich sicher ist und so weiter. So, und was haben wir hier? Treppe zum Dachboden. Was soll das Ding? Das ist wie ein Puff hier oben. Ein bisschen Eisengestell. Was hast du gerade gesagt? Das nennt sich Freudenhaus, ansonsten meckert der Algorithmus rum. Ja, Freudenhaus hin oder her. Ich zeige euch das mal. Also leeres Räumchen mit Fenster. Da hinten wird es sicherlich nicht anders sein, ja, würde ich drauf wetten. Und von dem Freudenhaus die Bäderabteilung. Naja, wenn das wirklich der Fall wäre, also die Theorie mit dem Freudenhaus, dann war es sicherlich nicht besonders hochpreisig, oder? Was meint ihr? Ja, erfahren werden wir es wahrscheinlich nie. Hier hat sich irgendjemand an der Wand rausgetobt und dort an der Scheibe. Die Fensterstraße. Mütze bückt sich schon wieder taktisch wegen den Fenstern. Ja, es ist wirklich eine ganz, also eine ziemlich auffällige Situation hier. Mütze, wo willst du mich jetzt schon wieder hin verschleppen? Dead inside. Jojo, geh mal vor. Ja, ich weiß schon, den Keller schickt er mich immer vor, auf die Kleinen. Also eigentlich wollten wir uns jetzt einen Tanzer angucken, aber naja gut, schauen wir uns mal das Übel unter dem ganzen Etablissement an. Hier ist ein Bierkeller. Bier hört sich gut an. Oh, der Weihnachtsbaum. Also die Weihnachtsbaum nicht kaputt. Der Weihnachtsbaum schrappt irgendwie oben an den Paneelen lang. Warum man unten drin einen Spiegel hat, einen Seifenspender und einen Abfluss. Okay. Spiegel dein. Welches Bier wurde hier gezapft? So, dann weiter in diese Richtung. Hinter der Tür. Was ist denn das hier? Ja, wie geil. Toiletten hier. Damen und Herren, was zum Teufel? Da sind Fahrbahnbegrenzungsfehle und irgendein Reiniger F8400. Okay. Das ist ja eine einladende Keramik. Vielleicht bei den Herren ein bisschen besser. Okay, hier ist zumindest irgendwas, was an Toilette erinnert. Nein, hier wurde Mumm und Metternich gelagert. Na dann, gönn dir. Recht. Kühlaggregat auch noch am Start. Und was ist das hier? Ah, hier wurde anscheinend mal Kistenbier gelagert. Cola quer, Apfel... Cola quer? Okay. Schwarzbier und so weiter und so fort. Da ist eine Garagentür und was ist das hier? Stützfehle? Nein. Irgendwelche Querverstrebungen oder sowas. Ja, soweit zum Keller und dem, was da drinnen auf uns lauert. Und wieder vorbei an Schrankenwärter Laumann, seinem Schaltzentrum. Und im Eingangsbereich dann die linke Tür genommen. Und hier... Oh... Okay, ja, tatsächlich, hier wird wohl mal der Tanzsaal gewesen sein. Also ich hoffe, die Kamera kann das hier halbwegs aufnehmen. Es ist ziemlich groß und ziemlich dunkel hier drin. Ne? Da hinten ist ein Löwe, irgendwelche Tresen auf so einer Erhöhung. Okay, gehen wir einfach mal die Treppe hoch. Und hier oben dann tatsächlich ein Tresen. Und hier werden sicherlich Stühle und alles Mögliche gestanden haben. Ich muss euch bestimmt nicht sagen, wie eine Diskothek aussieht. Oder allgemein so ein Musiktanzschuppen oder sowas. Da drüben haben wir das Ganze nochmal in ähnlicher Form. Und dort hinten in der Ecke, dort, das sieht mir aus wie ein richtig großes DJ-Kontrollpult-Dingens. Das wollen wir uns natürlich auch nochmal aus der Nähe anschauen. Hier sind irgendwelche Sachen gelagert. Anhänger mit... Was ist da drauf? Irgendwelchen Behältern oder sowas. Und hier so ein Ding mit einer Europalette. Das war wohl mal irgendein Gefährt oder sowas. Jedenfalls ist hier irgendeine Sitzbank aus irgendeinem Auto drin. Also drauf. Und dahinter irgendein Kanister. Und hier standen auch wieder irgendwelche Bänke oder sowas, die auch noch in Teilen vorhanden sind. Ich weiß nicht, wer sich hieran bedient hat.
Ja, hier sind auch noch Überreste davon. Ja, und dann tatsächlich das DJ-Pult und großes Hindernis. Eine Leiter. Okay. Einmal hochgeschlängelt. Oh, unglaublich elegant. Und dann der Ausblick auf die tanzende und tobende Menge, die sich hier drinnen irgendwann mal vergnügt hatte. Nur Mütze ist noch da. Der letzte Kunde sozusagen. Was auch immer. Hier haben wir noch irgendwelche Schränke. Okay. Eine Tür. Ich warte noch darauf, dass wir irgendwie so ein bisschen Elektrik finden. Ja, Elektrik, Elektrik, Elektrik. Strom. Es geht nichts ohne Strom. Was haben wir hier? 400 Volt, 500 Volt bis 100 Ampere. Ja, damit kann man schon so ein bisschen Musik veranstalten. Und noch ein paar Kabel. Und ihr seht da unten, viele Kabel sind abgeknipst. Ja, Kabelratten. Oder wie hieß das? So, und jetzt die letzte Schwierigkeit bei der Location besteht da drin, hier unbeschadet und mit heilen Knochen wieder runterzukommen. Boah. Vorbildlich. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir es jetzt. Ranz. Wenn der Weihnachtsbaum auf meinem Kopf sprechen könnte, dann würde er das wahrscheinlich auch sagen. Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video bringen werde. Es kann auch sein, dass das schon wieder Frühling ist. Also Freiheit des Künstlers, würde ich mal sagen. Frohe Weihnachten, 30 Grad und so unter Palmen und so. Und so weiter und so fort. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen, aber feinen Video. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, bla bla und so weiter. Schaut bei Mütze vorbei und ihr wisst ja, richtiges Lost Place kommt bei mir immer Freitag und Mittwoch kommt irgendwas. Wie du was hier zum Schmunzeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.